Nostalgie-Bursche. Gott, ey, stimmt, hier müssen ja noch irgendwo alle möglichen zwei Samen rumliegen. Aha, aha, aha. Ja, ja, was sehe ich hier? Ja, ich denke auch mal, dass es hier DLC-Content wieder geben wird. Ich hoffe halt, dass er da wieder dann wieder fairen Preis sind, weil ich sag mal, Zelda war eigentlich auch ziemlich okay, was sie da für Kohle dafür geben wollten. Ja, oh Gott, ey, ihr Schweine, da oben sieht schon wieder aus, als wenn es da was gibt. Oder? Nee. Das sah nur so aus. Oh, Mario wieder mit seiner Allergie. Uah. Nein! Das war bitter. Du machst die 100%. Klar mache ich die 100%, aber nicht im Stream. Dafür habe ich halt einfach zu wenig Zeit. Deswegen sage ich ja, dafür gibt es die Profis wie dich. Ich werde auch bei Zelda noch die ganzen Crocs machen, aber hat halt wie gesagt einfach die Zeit gefehlt. Ich habe ja jetzt noch, ich glaube, 5 Musikvideos zu machen. Und das geht halt einfach vor. Wie fies ist das eigentlich, dass sie da so tief die Dinger ansetzen? Was? Oh, ihr Schweine, ey, ihr Schweine. Da warst du garantiert so ein Lacker, der es so mit dem letzten Wassertropfen dahin geschafft hat, hä? Dafür würde ich wetten. Wusste doch, dass da was ist. Ja, nur Moneten, schade. Die Advanced-Sprünge. Ach ja. Die Game Boy Advanced Sprünge. Aber ich sag mal, es ist ganz gut zu wissen, dass hier in diesen Hutabschnitten und so weiter, dass es immer zwei Monde gibt. Das ist an sich echt gut zu wissen, finde ich. Moneten! Springen wir hier auch mal von direkt vorne. Ha! Hier! Im letzten Tropfen auf der Kiste! Arschbombe. Ich feiere das so, wenn er so unter Wasser läuft. So. Ich weiß nicht warum, ich finde, das sieht lustig aus. Moneten. Gib mir Geld. Ja, kannst du sowas auch? Oh, stylisch. Ach ja.
Das sieht eher aus, als wenn er den halben Ozean aushäuft. Okay. Tritt bitte das Spielfeld. Das wäre doch auch kein, wenn du da reinschippen weißt. Entferne dich etwas, um es nur erneut zu versuchen. Okay. Muss ich die mit der Mütze treffen? Ist aber ganz schön unfair, dass du immer wieder nett zu ihm zurückspielst. Gott, ich wette, da sind wieder irgendwelche Asiaten. Die hier 120.000 Mal. Wie viel muss man denn hier überhaupt hin und her bitchen? Im Tempo! Ich hoffe nicht die 100. Was sagst du mir jetzt, wo ich schon lange rausgefunden habe, Cappy? Danke. Ja, ich dachte, du wolltest das wissen. Halt die Schnauze. Und Eddie, gibt schon irgendein Spiel, worauf du als nächstes auf der Switch wartest? Ich denke mal Metroid, sonst ist mir ehrlich gesagt auch nichts bekannt, was da irgendwie noch großartig kommen sollte. Ich denke mal, das nächste, was jetzt hier so angekündigt wird, ist wahrscheinlich Smash Brothers für die Switch. Ich denke mal, wenn sie eine Neuauflage, sowas wie Mario Kart 8 Deluxe mit Smash Brothers von der Wii U machen würden, dann hätten sie das schon getan. Denke ich mal. Gleich einfach mal rüber. Da denke ich mir immer noch, dass da... Guck, bei dem Ding habe ich mich in dem Wüstenlevel erschreckt, ohne Ende, wo der in der Kiste drin ist. Kiste mit der Mütze aufgemacht, das Ding zieht die Mütze auf, schießt nach oben. Ich habe mich so erschreckt, ey. Danke, es war auf jeden Fall schneller als zu Fuß. Danke. Au, Wand. Ich muss halt sagen, bei Brawlern oder sowas, da geht mir immer viel zu schnell die Lust aus. Ich sag mal, wenn sie einen Smash machen, dann hoffe ich halt, dass da wieder so Subraum-Emissar dabei ist. Weil den habe ich zum Beispiel halt mega gefeiert bei Melee. Na gut, mal ganz hart gesagt, selbst dran schuld, oder? Du willst es ja machen mit deinen Guides. Okay, da kommt man doch nicht hoch. Ah,
darüber zu kommen, wäre halt auch. Ich vergesse halt, dass man teleportieren kann. Da sollte ich mal dran denken. Wie ich mit meiner Musik. Was? Ach so, ja. Ja, alles klar. Ja gut, aber du hast halt so gesehen noch ein bisschen einfacher, weil du halt einfach nur Fakten brauchst. Aber ich brauche ja noch die Muse, weil ich ja immer speziell einen Vorspann mache und so weiter. Deswegen ist das halt immer so eine Sache für sich. Guten Abend. Was? Ja. Ich das haben? Ja. Ich umziehen? Nein. Guck mal, noch den sexy Aufkleber von unser Schiff. Fehlen uns noch 15 Münzen, also ganz gut dabei. Was ist das? Das klingt genauso wie von, Super Mario 3? Super Mario Bros. 3, wo du einen Tanuki-Anzug haben kannst. Ist lülülülülü. Ja gut, bei Nintendo-Spielen ist die Musik eigentlich grundsätzlich immer gut. Du bist so ein Strandtyp, oder was? Zickzackkurs durch die Welt. Jetzt können wir ins Polarland reisen. Mach dich auf, was gefasst, Bowser. Ja, Mario Games auf jeden Fall. Sonst kickt die Social Anorexia wieder rein, oder was? Unbedingt zusehen, dass ich für Mittwoch dann die Webcam endlich einrichte. Ja, da muss ich sagen, die Elgato Camlink war wesentlich einfacher einzurichten als alles andere. Die war wirklich nur einstecken, fertig. Wenn ich bedenke, was ich mit der internen Elgato immer für Stress habe. Bowser will also eine Rede halten und sie mit Edelwasser begießen. Scheint, als käme er mit der Vorbereitung voran. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, seitlicher Salto. Dreh dich schnell in die entgegengesetzte Richtung und springe, um einen seitlichen Salto zu vollführen. So nutze dein Renntempo, um seitwärts noch in die Luft zu springen. Oh, Zucker, bist du aufgewacht? Na, Tiger? Ah, das sieht aber echt kalt aus. Die Rennen dort sollen sehr beliebt sein und der Preis ist eine Zuckergusstorte. Na, ja, soweit alles gut. Tröd. Geschenk vom Tortendieb. Sollte besser die Pushen kommen. Ah, schön. Ja, Ducky, bist du wieder Internet mal wieder ein bisschen da. Oh, es sprudelt sogar. Sehr geil. Sind da Würfel drin? Okay, Eiswürfel. Er kommt auch aus Bremen, Etty. Bäh. Mama mia. Hopp, plopp.
Was zum Teufel? Okay. Und der Anzug friert ein, wie geil. Ich finde das im Strandlevel auch so schön, dass die Klamotten einfach dreckig werden und alles. Kalt, super kalt, komm da raus, aber schnell. Aber was ich mega gefeiert habe, war die eiskalte Wüste, wo du in der Wüste landest und siehst dann diese Formationen und dieses, ja, Wüste, okay, warum auch immer hier irgendwelche Glasstatuen drinstehen. Es ist ja bitterkalt. Was? Es ist eine verdammte Wüste. Wuhu. Der Nebel. Es wird Zeit, dass ich Kontaktlinsen rausbekomme. Schlotterkompensiedlung. Hast du mich erschreckt? Jetzt holen wir uns erstmal. Du möchtest Souvenirs? Dann bist du hier genau richtig. Ich glaube, ich bin kurz eingenickt. Okay. Willkommen, mein bärtiger Freund. Schönen Dank. Ich wäre jetzt für Badehose und ihr. Ein Mond für dich. Shopping in den Schlotterkommenden. Hier gibt's doch bestimmt den Anzug, den sie auch haben. Willkommen, mein bärtiger Freund. Na, Schneeflocken. Hier, Matroschkas. Schlotroschkas. Da müssen wir wohl ein... Oh Gott, ey. Ich sehe oben gerade, dass wir... drei Zahlen haben und über 100 Münzen, mindestens 100 Münzen. Oh, hallo Bowser. Die Zuckergusstorte ist weg. Wuhi! Windige Höhle. Alles klar. Da können wir die wahrscheinlich hier runter posten. Ja, ich habe schon gedacht, dass da irgendwas gibt. Naja. Okay, dann weiß ich schon, wie wir übernehmen müssen, dass wir da umpusten müssen. Was für eine Hose. Ja. Ich will nicht wieder in die Grütze fallen. Das X markiert die Stelle. Mistevieh. Mama mia. Haha! Ich habe eine orangene Banane gefunden. Die Bardehose singt die. Und tschüss. Uah. Ich nix Deutsch können. Oh, ich bin so dämlich. Jetzt muss man Nintendo mal wieder lassen, die Details sind halt wieder richtig, richtig schön.
dass ich immer alles resetten muss, wenn man einmal abstürzt. Erstmal weggemobbt. Oh, der Kapitän hat auf seinen Mumpitz reagiert. Ich mumpitz dich gleich mal. Oh, jetzt haben wir doch bestimmt noch ein bisschen durch die Gegend gondeln. La 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 la. Ich bin eine große fette Wolke. Mein Internet ist immer noch kacke. Wahrscheinlich wieder nur Münzen. Jawohl. Und bevor der sich jetzt vermumpiziziert, holen wir uns mal schön den Mount. Ja, einen Gesackten hier. Ich könnte jetzt auch sagen, Eddie, irgendwann kommt bei dir mal wieder ein guter Guide.